und sorgt dafür, dass alle Fans dazu sind. Schnell! Nino, Julika, Rose, Mylène und Alia, ihr kommt mit mir. Bravo, Marinette! Siehst du, so muss sich eine Klassensprecherin verhalten. Also, ich hatte gerade vor, genau das Gleiche zu sagen. Sabrina, Ivan, Kim, verriegelt die Türen! Attacke! Wir müssen die Eingangstür verbarrikadieren. Schnell! Ich hoffe, Captain Noir, passiert da draußen nichts. Es wird hier zu gefährlich. Monsieur Lemaire, wo sind wir sicher? Hier entlang. Ich komme gleich nach. Ich überprüfe nur, ob alle Fenster zu sind. Ich hoffe, Sie sind in Sicherheit. Tiki, verwandle mich! Ja! Verschwindet, ihr Blechschüsseln! Captain Noir, halt dich fest! Entschuldige, Captain Noir, ich musste erst mal hier drin alles sichern. Ich bin auch alleine ganz gut zurechtgekommen, aber es ist schön, dich zu sehen. Formation einnehmen! Treffer! Vermaledeite, bunte Akrobaten! Was wollen Sie auf dem Dach? Zumindest einige von Ihnen. Die Flagge! Und los! Sobald diese Flagge durch meine ersetzt wurde, wird mein Sieg vollkommen sein! Der Akuma ist bestimmt in seinem Schwert. Und wie sollen wir da rankommen? Indem ich ihm einen Besuch abstatte. Cat Noir, lass nicht zu, dass er seine Flagge hilft. Ihr Flegel beeindruckt mich nicht. Bei der Klinge meines Schwertes erkläre ich, dass ich jetzt der Herrscher dieses Königreichs bin. Verbeugt euch vor König Darkblade! Auch du wirst dich bald meiner Armee anschließen, du erbärmliches Insekt! Nicht so schnell! En garde! Es wird nicht lange dauern und Ladybug und Cat Noir werden endgültig besiegt sein. Wir werden wohl auch als Ritter enden. Zu den Waffen! Okay. Hoffen wir, dass Darkblade kitzlig ist. Ich fall nicht drauf rein. Deine dunklen Zeiten sind vorbei, kleiner Akuma. Gleich musst du nicht mehr böse sein! Hab dich! Tschüss, kleiner Schmetterling. Miraculous Ladybug! Gut gemacht! Ich muss los, wir sehen uns! Unser Duell ist noch nicht vorbei, Ladybug. Aber ich schwöre, am Ende werde ich dich besiegen! Gut gemacht, Mai!
wie nett. Du hast gezeigt, dass du gleichzeitig Ladybug und Klassensprecherin sein kannst. Es war nicht einfach. Aber wenn ich es nicht versucht hätte, wüsste ich nicht, dass ich es wirklich schaffen kann. Und wo bist du gewesen? Hast du dich irgendwo verkrochen? Wie witzig, Chloe. Ich wurde verwandelt in einen Ritter. Ja, ich auch. Was für ein Albtraum. Jetzt, da alles vorbei ist, hätte ich gerne meine persönlichen Dinge zurück. Ich weiß wirklich nicht, was du damit meinst. Oh ja, bitte, befrei mich. Vielen Dank. Hast du dafür eine Erklärung, Chloe? Ich hab doch gesagt, ich hab ihr Tagebuch nicht weggenommen. Und es ist gemein, dass du mir das unterstellst. Und woher wusstest du dann, dass mein Tagebuch hier drin ist? Sabrina hat's mir gesagt. Das war alles ihre Idee. Sowas von uncool. Damit ist wohl klar, dass keiner Chloe wählen wird. Du wirst unsere neue Klassensprecherin. Nicht so schnell, Alja. Seht ihr, sie macht schon einen Rückzieher. Man kann sich nicht auf sie verlassen. Nein, mach ich nicht. Ich will, dass ihr mich fair wählt. Ich will nicht gewinnen, weil ihr nicht Chloe wählen wollt, sondern weil ihr an mich glaubt. Ich werde keine Versprechungen machen, die ich nicht halten kann. Und ich werde sicher nicht alles erreichen, was ihr euch wünscht. Aber ich bin erfinderisch und kann Prioritäten setzen. Ich kann gut zuhören und mehrere Sachen gleichzeitig tun. Uns als Klasse zu vertreten, liegt mir am Herzen. Und das Allerwichtigste ist, dass ich an mich glaube. Also, wählt Marinette als eure Klassensprecherin. Ja! Was machst du denn da? Bist du verrückt geworden? Oh, du bist zu nichts zu gebrauchen. Mit überwältigender Mehrheit wurde Marinette zur Klassensprecherin gewählt und Alia zu ihrer Stellvertreterin. Du kümmerst dich um deinen Blog und bist Stellvertreterin. Wir schaffen alles, wenn wir es wirklich wollen. Da hast du völlig recht.